Und damit herzlich willkommen in der letzten Folge in dieser Woche. Das ist aber schade. Bei den Farming Nerds. Freitag ist Kuckuck. Connor grüßt. Landwirtschaftssimulator 19. Und schön, dass ihr mit dabei seid. Wir sind auch fast komplett in dieser Woche. Heidi, Flo und Tobi sagen Hallo. Hallo. Heidi hat halt keinen Bock. War ich wieder nicht zu hören? Entschuldigt bitte. Nee, was will ich? Hallo. Und Bonkers lässt natürlich auch schön grüßen und wir versuchen den Mega-Endspurt auf die 10 Millionen Euro. Ich habe ja gestern in Kornau noch verkauft. Mit dem Geschoss bin ich jetzt gerade wieder unterwegs zurück zum Hof. Und mal gucken, ob ich an diesem Tag, in diesen letzten 15 Minuten noch irgendwie ein bisschen rankomme an den Flo. Mal schauen. Was haben wir noch? Ja, fast 600.000 Euro. Sind zu erwirtschaften. Ich glaube, Silage wäre genug da, aber ob ich das mit der Fahrerei schaffe, das ist so eine Sache. Aber wir werden sehen. Wie sieht's denn bei Flo aus? Na, ich hoffe, du hältst dich an die Speedlimits immer, ne? Selbstverständlich. Ja, sonst müssen wir hier bald ein paar Blitzer aufstellen. Ja. Ich hab null, nada, niente, nichts zu verkaufen. Ich muss warten, bis entweder meine Sojafelder reif sind oder die restliche Silage gegärt ist. Ich habe ja schon ausgerechnet, wäre so 20.000 ungefähr unter den 10 Millionen, wenn ich jetzt die paar Silagekrümel, die schon im Anhänger sind, direkt verkaufen fahren würde. Also ist echt so kurz vor Schluss sehr tragisch für mich. Gut für Tobi natürlich. Ich kann auf jeden Fall nochmal rankommen, ja, aber er hat nur wirklich den ganzen Stapel Geld noch zu besorgen. Ob das so einfach wird, das weiß ich nicht. Aber ich habe einen ziemlich fleißigen Verfolger hinter mir, genau, diesen LKW, den ihr da seht. Denn es sind ja nach unseren Spielregeln Helfer verboten, aber Follow Me ist erlaubt. Und deswegen habe ich mir gedacht, komm, da hängst du dir doch mal einen hinten dran und siehe da, es funktioniert. Ja, Heidi hat sich übrigens in dieser Woche auch noch was dran gehängt, nämlich ein neues Feld. Guck mal einer, schau. Und wir schauen mal nach im Nordwesten bei der Heidi, wie es aussieht. Kuckuck. Hallo. Und? Ich ein kleines Problem habe ich schon. Ach, nämlich. Mit dem neuen Feld. Weil wieso? Ich glaube, ich hätte das pflügen müssen vorher. Weil. Na. Warte. Wenn ich jetzt auf das tolle. Wir haben ja diese. Dieses Menü. Man kann jetzt gucken, ne? Man kann so gucken, ja. Und er sagt, die 56, 57 ist gedüngt, aber er sagt, dass die 55 hätte gedüngt werden müssen. Aber ich konnte die Gerste sehen und der ist auch eigentlich im Wachstum und eigentlich hat er auch Dünger ausgeworfen. Aber er hat den Dünger nicht angenommen, oder was? Na, scheinbar nicht, aber er hat ihn runtergezählt. Also ich habe ihn aufgetragen, aber er hat ihn nicht angenommen. Hm. Wie sind das bei Bonkers? Das sieht man nicht. Der hat ja auch so ein Feld, was gepflügt werden muss, was er nicht, aber was er besät hat. Aber da sieht man die Düngestufe nicht, weil das mit dem Pflügen. Ach so, aber warte mal. Wird dann bei dir jetzt einfach nur angezeigt, dass gepflügt werden muss, meinst du, Heidi? Genau. Ja, musst du das Rote, klick mal auf das Rote drauf, dann geht das weg. Ja, ich glaube, das hat einfach nur Priorität bei der Anzeige. Ach so, stimmt, ihr habt recht. Wie immer. Ja. Natürlich, hast du was anderes erwartet? Ja, also hätte ich auch nie in Frage gestellt. Ja. Entschuldigt bitte. Nee, dann ist alles gut. Dann hat sich das erledigt. Aber wenn ich jetzt weitermache, dann kann ich mein kleines Imperium hier noch ausbauen mit der 58, 59, 60. Wie das klingt. Ein kleines Imperium. Nicht? Das kleine Imperium. Imperium. Aus Sozialnetz. Der folgt mir ganz brav bis zur Ladestelle. Das ist aber nett von ihm, was er für Geld alles macht. Ja. So, wie viel ist denn da drin? Boah, das ist komplett durchgezogen, das Lager, ne? Und sind noch
Ne, sehe ich hier nicht. Ich glaube da hinten. 690.000 Liter. Na denn. Na denne. Geil, der hat's über die Ladestelle geschafft. Ist das lustig. Rutsch mal. So, jetzt hier nochmal 80.000 rein. Was müssen wir jetzt eigentlich bei Bongas Warenfeld zum Ernten? Zum Ernten? Ja, also die Fabriken, Gras und Pommes muss man nichts machen. Nur und Ernten. Ich glaube, die Hälfte von dem Müslifeld war fertig, ja. Genau. Ist denn irgendwas da stehen oder muss man sich das bei dir holen? Wahrscheinlich muss man sich's bei mir holen. Ja, die Frage ist, glaube ich. Entschuldigt bitte. Das Problem ist, mein Drescher steht noch auf der 33, auf der 34 und der muss auch okay. Erstmal entleert werden. So, okay. Das heißt, du müsstest vorher mit dem Ladewagen, mit dem Strautmann dahin. Okay. Ich habe leider überhaupt keine Zeit. Also Flo hat recht, man schafft eine Runde. Danke, dass du mir recht gibst. Du hast keine Zeit. Ich brauche mit meinem Drescher nicht runterfahren. Bin ich ja nur mit Fahren beschäftigt. Ja. Macht ja nicht wirklich Sinn. Können Sie jetzt zweiten besorgen? Nee, Bonkers könnte sich endlich mal einen besorgen. Ja, das wäre jetzt schön. Dann sag ihm das mal. Genau, ja. Das sagst du ihm aber. Nee. Dann sage ich dir, Tobi hat seinen egoistischerweise nicht abgegeben, deswegen konnten wir nicht ernten. Ich gebe den ab, meinetwegen, nehmen wir, aber ich. Ich muss jetzt echt zusehen, dass ich mit dem Quatsch hier zurück nach Kornau komme. Oh, da kommt der Zaun. Jo, Leute, das war mal gut geplant. So. Weil ich wäre nämlich jetzt mit dem Sehen fertig auf allen Feldern. Jetzt müsste ich eben gucken. Unkraut ist, glaube ich, das nächste, was denn kommt. Was ich davor mache. Oder ich parke einfach meine Amazone rückwärts ein, da brauche ich ja auch mindestens die ganze Folge. Da brauchst du ja, so viel Folgen haben wir in dieser Woche nicht mehr. Pech. So ist er, so kennen wir ihn. Ich lasse es einfach. Ich weiß gar nicht, warum ich mir Hallen gebaut habe. Mann, nee. Na, die Unterstände? Dann werden die auch automatisch sauber, die Geräte, wenn es regnet. Also wir haben wirklich lange keinen Regen mehr gehabt, ne? Fällt mir so auf. Ne, wollte ich auch gerade sagen, ja. Hast du denn irgendwie ausgestellt oder was? Ich weiß gar nicht, wie das geht. Zack. Fast wieder umgekippt. Ist halt einfach schön in Kornau. Nee, es geht nicht, echt nicht. Gerade für diese Amazone brauche ich einen Rückwärtsfahrkurs.
Also so wie das aussieht, werde ich wohl noch entladen können. Und das heißt, das Rennen bleibt spannend. Sehr spannend. Ob ich das nochmal schaffe, ich weiß nicht. Fahr mal weiter hier. Mach ich doch. Danke. Nicht du. Du kannst ruhig anhalten. Mach doch kurz ein Päuschen. Fahr doch mal rechts ran. Hm? Genau. Ich würde da nicht zu viel Stress machen, weißt du? Ich finde das toll, dass du darauf achtest. Denn nicht, dass was passiert, irgendwie ein Unfall oder so, das wäre sehr tragisch für alle von uns hier. So, einmal an der Einfach-Hinterbach vorbei. Und Kornau, wir kommen. Genau, na klar. Bisschen driften. Tokyo Drift bei dir auf dem Hof, ja? Ja. Cock. So, Kornau in Sicht. Ist er noch dran? Er ist noch dran. Da verfolgt mich einer, Leute. Ich würde ihn lieber abschütteln, Tobi. Ja, ich auch. Scary. So, die Kurve, die kriegt er nicht so. So, mal gespannt, ob wir diesmal zusammen durchkommen. Und? Na, komm. Jawohl. Wie geil ist das denn? Dieser blöde Baum. So, einmal 44. Ach, siehst du, mähen könnte ich Oma wieder. Fällt mir dabei ein. Sieht schon wieder so unordentlich aus, die Wiese, wa? Oh, naja, und dann könnte man ja Ballen draus machen und ein bisschen verkaufen, vielleicht. Vielleicht schaffe ich jetzt auch noch irgendwas hier zu deichseln, dass ich wenigstens vielleicht über die 8 komme.
Ich glaube, bis dahin schaffe ich nicht mehr. Was hast du gesagt? Du brauchst nur 22.000? Ja. Also ich brauche jetzt 40, aber 20 davon liegen schon im Hänger. Also 9,5 werde ich heute noch schaffen. Was? Nicht dein Ernst. Das müsste klappen eigentlich. 44 auf dem einen und vor eben hatte ich 64 auf dem anderen. Damit müsste ich es über die 9,5 schaffen. Das ist aber auch belastend. Das heißt, ich muss noch 5-mal fahren und so viel Zeug habe ich auch auf dem Hof. Und dann habe ich's. Wie viel? Ich muss noch 5-mal mit Follow Me fahren, dann bin ich bei 10 Millionen. Frage ist ja... Also ich finde, wir sollten schlafen gehen. Also in dieser Woche wird das nichts mehr, denn die Freitagsfolge läuft zwar noch im Moment, aber nicht mehr lang genug, als dass ich auch noch überhaupt eine Fahrt hier hoch schaffen würde. Denn, liebe Freunde, ich will ja nicht spoilern, aber das hier, ja, das ist sie, die Kornauer Gewerkschaftsente, die damit ganz nebenbei auch das Wochenende eingeläutet hat. Hm, habt ihr was vor am Wochenende? Was macht ihr so? Farming Nerds spielen. Ja. Haben sie gerade. Heidi? Wochenende. Nee. Relaxen. Geht immer noch nicht, oder? Können wir denn schon was machen? Dürfen wir denn schon laut Corona? Also wenn du Jens Spahn fragst, der wird auch sagen, weiß ich nicht. Also ich denke, wir bleiben alle mal hübsch zu Hause. Und vor allem, bleibt hübsch gesund und vernünftig. Und wenn ihr eine Maske tragen müsst, da meine Fresse, dann setzt halt eine auf. Was soll's? So schlimm sieht das gar nicht aus. Vielleicht ist das neue Mode oder sowas. Achso, wo ihr gerade dabei seid, vernünftig zu sein. Lasst uns doch mal einen Daumen da und vielleicht auch ein Abo, wenn ihr es nicht schon längst getan habt. Glocke läuten nicht vergessen, damit ihr auch über die neuesten Folgen der Farming Nerds informiert wird. Ja, und in der nächsten Woche, da geht's dann in den Endspurt. Wer schafft sie? Die 10 Millionen Euro Challenge. Schaffe ich es mit 5-mal fahren? Oder ist Flo wieder vorher mit irgendwas anderem fertig und holt sich den Pokal? Man weiß es nicht, aber wir werden es rausfinden. Bis dahin, haut rein, schönes Wochenende und macht's gut. Tschüss. Danke, bis nächste Woche. Tschö. Tschüss, schönes Wochenende. Schönes Wochenende. Was? Du hast dich festgefahren? Nun, jetzt geht's.